Es ist das erste Champions-League-Heimspiel dieser Saison für die Berliner Wasserfreunde Spandau 04. In der Schöneberger Schwimmhalle treffen die Jungs von Trainer Oster Kovacevic auf die Mannschaft des OSC Budapest. Beide Mannschaften stehen am dritten Spieltag der Champions League mit je 3 Punkten auf dem dritten und vierten Platz der Gruppe A. Die Ungarn haben durch ein leicht besseres Torverhältnis die Nase vorn, doch beide mit diesem Match eine realistische Chance auf Platz Nummer 2. Spannende Ausgangsbedingungen also für dieses Match. Und damit rein ins Spiel, die ersten Minuten abtasten beider Mannschaften. Die Zuschauer bekamen von Anfang an gezeigt, wie guter Wasserball aussieht. Schnelle Ballbesitzwechsel machten Hoffnung auf ein spannendes Spiel. Doch es sollte kein torloses erstes Viertel bleiben. Mit dieser Aktion hier gingen die Ungarn in Führung, die sie in den folgenden Angriffen weiter auf ein 3:0 ausbauten. Die 04er setzten weiter auf ihr Aufbauspiel, doch kamen nicht vorbei an der starken Defensive der Gäste aus Ungarn. Zum Auftakt des zweiten Viertels dann diese Situation hier. Ein Pass von Remy Sodatier und Nikolaj Dedovic verwandelt zum ersten Treffer für die Wasserfreunde zum 1:3. Ein wichtiger Anschlusstreffer also, der Hoffnung auch auf der Tribüne machte. Doch mit 2 schnellen Aktionen der Gäste sinkt die Lautstärke der Spandauer Fans wieder deutlich. Die Treffsicherheit der Berliner zu gering, die Chancenausnutzung nicht effizient genug. Zwar hält Laszlo Baksa den Kasten leer und Spencer Hemby kann mit diesem Tor hier auf ein 2:5 verkürzen, doch die Berliner gehen mit einer 3-Punkte-Rücklage aus der ersten Hälfte in die Pause. We wanted to start a good match and to be close. Wir wollten das Match stark beginnen und vor allem in der ersten Hälfte gute Resultate erzielen. Doch leider lagen wir relativ schnell mit 3 Punkten im Rückstand. Es war schwierig, sich davon wieder zu erholen. Wir hatten zwar die Gelegenheiten, doch vor allem in Überzahl waren wir nicht effizient genug. Especially men up, we were not so efficacious. Die zweite Hälfte startete besser für die Wasserfreunde. Nach nur 24 Sekunden der erste Treffer, eine schnelle Kombination mit starkem Abschluss der Nummer 4, Mateo Cuk. Doch die Gäste aus Ungarn schliefen nicht und verwandelten keine halbe Minute später mit einem ähnlichen Spielzug zum 3:6 aus Spandauer Sicht. Die Wasserfreunde zeigten nun ein deutlich schnelleres Spiel. Immer wieder suchten die weißen Kappen vor dem gegnerischen Tor ihren Mann mit der Nummer 4. Vor dem eigenen kamen sie mit den schnellen Kombinationen der Gäste, die ihren Abstand bis zum Ende des dritten Viertels auf 7:4 ausbauten, nicht zurecht. Spandau verkürzte erneut direkt zu Beginn durch einen Treffer von Martin Restovic, doch die Budapester machten weiter Druck. Zwar konnte Mehdi Mazuki durch diesen 5 Meter noch punkten, doch die Gäste ließen den 04ern keine weitere Chance mehr und siegten in der Partie mit dem endgültigen Stand von 10:6. Ich denke, das Wichtigste für unseren Sieg heute war unsere Defense. Zudem ist die Stärke der Einzelspieler in beiden Mannschaften durchaus unterschiedlich. Spandau spielt mit Spielern aus Frankreich, den Niederlanden und Deutschland, während in unserem Team die besten Spieler aus Serbien, Montenegro und Ungarn spielen. Ich denke, die Spieler haben heute gezeigt, welchen Unterschied das ausmachen kann. Zwar ist dies eine herbe Niederlage für die Spandauer Wasserfreunde, doch der Champions-League-Sieg keineswegs Geschichte. Naja, wir haben jetzt zwar verloren, aber haben schon mal 3 Punkte und die Chancen gibt es noch, um ins Final vorzukommen. Und ich glaube, da glaubt auch jeder von uns dran. Also wir werden hart arbeiten und die Sachen hoffentlich im neuen Jahr besser machen. Bisher nicht hoffentlich, wir werden sie besser machen.